Es ist unerträglich, wirklich unerträglich, was gerade mit unseren Kindern geschieht. Ich spreche jetzt gar nicht von den Kindergärten. Das ist ja auch ein Thema für sich, wo sich die Haare aufstellen. Heute geht es um Kriegspropaganda, die unseren Kindern so präsentiert wird, als wenn es ganz normal wäre. Schau dir dieses Video an, um entsprechend darauf reagieren zu können. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerejana Kardinal. Ich bin Medium und Buchautorin. In meinen Büchern kannst du sehr viel Heilungen und Anleitungen bekommen, um dein Leben schöner und leichter zu gestalten. Und heute möchte ich mit euch über die Kriegspropaganda sprechen, die auf unsere Kinder ausgewirkt wird. Bevor ich aber beginne, möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen, unter das Video zu schauen, denn dort haben wir Links eingefügt für kostenlose Webinare, für kostenlose Tests, Engelkarten ziehen, all diese Dinge dürft ihr von Smarana kostenlos nutzen. Ja, und jetzt dieses Thema. Es gibt im ZDF einen Teil, der Nachrichten für Kinder sendet. Das heißt, glaube ich, Logo, ZDF-Logo. Und ZDF selbst sagt, dass das nur eine Satire- und Comedy-Sendung ist, die für Kinder ausgerichtet ist. Jetzt möchte ich euch aber gleich mal was vorspielen, damit ihr wisst, was ich meine. So, hier seht ihr. Olaf Scholz, müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen. Why? Na, weil der sich doch weigert, mich in die Ukraine zu liefern. Wie damals bei mir. Doch auf die Staurus. Die Ukrainer bekommen doch schon Milch. Und Milch. Ihr wisst schon, dass ihr ein und derselbe Marschflugkörper seid, nur halt aus unterschiedlichen Ländern. Es sind die Unterschiede, die uns einzigartig machen. Und uns zeigen, wie besonders wir sind. Ich poste das auf jeden Fall auf Insta. Schon passiert. Also, ihr habt es gesehen. Und das, dieses ZDF-Komiker- oder Satire-Programm, gibt es schon seit 1997. Für unsere Kinder speziell, so darauf ausgelegt, damit Kinder verstehen, warum man Krieg führen muss, warum man jetzt dieses Taurus liefern muss, damit eben da der Kampf weitergehen kann. So werden unsere Kinder beeinflusst. Jetzt möchte ich mal einen Sprung machen, und zwar diese Nachrichtensendungen, die wir ja, sag ich mal, alle kennen. Und ich weiß, dass die meisten von euch kein Fernsehen mehr schauen. Aber die ältere Generation, ich kenne sehr viele, die schauen wirklich die Nachrichten noch an. Sehr viel ältere, einfach weil sie so gewohnt sind, weil es immer so war. Und die hören auch zu. Und durch diese Berieselung, durch diese tägliche, mehrfache Berieselung, bildet sich eine Meinung in diesen Menschen. Eine gewollte, gezielte Meinung. Jetzt gibt es das auch für die Kinder. Und es ist ja so, dass die Menschen, die jetzt nicht zur älteren Bevölkerung dazugehören, sondern die Jüngeren, die gucken alle kein Fernsehen mehr. Und so möchte man jetzt mit dieser Comedy-Sendung, in Anführungsstrichen natürlich vom ZDF, die unsere Kinder wieder dazu bringen, jeden Tag Nachrichten zu schauen. Also zwei Dinge werden hier verfolgt, um jetzt nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen. Erstens, dass man die Kinder dazu bringt, Nachrichten zu schauen, Kinder. Und dass man dadurch die Meinung bildet der Kinder und sagt, Krieg ist normal. Ich sag, also was, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist unerträglich, unerträglich, was hier geschieht von der Beeinflussung her. Ja, und gerade ein Kind ist ja aufnahmefähig, neugierig und möchte immer alles wissen, möchte alles ausprobieren. Und wenn man dem dann schon in diesem kleinen Alter wirklich in den ganz Jungen diese Dinge so erzählt, dann nehmen die das für wahr. Und dadurch bilden sich Meinungen, Glaubenssätze, die man für wahr hält. So ist es ja auch bei uns. Bei jedem Menschen ist es so, dass das, was man erzählt bekommt im Kindheitsalter, dass man das erstmal glaubt, weil man es noch nicht gewohnt ist zu hinterfragen. Und jetzt unsere Aufgabe ist es doch, aufzuklären und zu erklären als Eltern, was ist gut, was ist böse?
Und in unserer Gesellschaft ist es gerade so, dass das Gute zum Bösen umgedreht wird und das Böse zum Guten umgedreht wird. Ihr seht es an dieser Kriegspropaganda und an vielen anderen Dingen natürlich auch. Ja, ihr wisst selber, dass ich finde es ein Skandal, dass also jetzt in den Kindergärten diese speziellen Räume gibt, wo man Sexspiele macht. Und das auch noch ohne die Einwilligung der Eltern geschieht, glaube ich. Also das kann ich jetzt nicht genau sagen. Also, was für uns wichtig ist, dass wir immer darauf achten, unseren Kindern Werte zu vermitteln, zu erklären, was ist gut und was ist böse, zu erklären, dass Töten nicht gut ist. Und dass das, wenn dir jemand anderes darüber etwas sagt, dass du erstmal nachdenken solltest oder dass du erstmal in deinem Herzen überprüfen solltest, was wird denn hier für eine Gesellschaft herangezogen, was wird denn hier heimlich versucht, also diese große Manipulation findet schon im Kindergarten statt. Und ich hoffe ja immer so für mich, dass neue Kindergärten entstehen, dass Eltern sich zusammentun und selbst auf ihre Kinder aufpassen, dass man da einen Raum schafft, wo man die Kinder so erzieht, wie man es für gut hält. Ich denke, ich habe das so im Gefühl, dass das kommen wird, denn so kann es ja wohl nicht weitergehen mit dieser Diktatur, Meinungsdiktatur, die so heimlich von hinten kommt und sich einschleicht in das Bewusstsein und dann man denkt, das wäre normal. All diejenigen von euch, die schon Ausbildungen bei mir gemacht haben, die Webinare besucht haben, so wie das Arcturus-Webinar, was jetzt als nächstes gegeben wird, wissen ganz genau, was es bedeutet, sein Bewusstsein auszudehnen und im Herzen zu bleiben. Ihr habt die besten Schulungen erhalten und ihr habt die Möglichkeit, euch immer weiterzubilden, euch immer mehr in eurem Bewusstsein auszudehnen, um aus diesen Fängen herauszukommen und auch um eure Kinder, Freunde von der Liebe teilhaben zu lassen, die durch eure Herzen strömt. Denn es ist wichtig, immer in der Liebe zu bleiben. Und was auch noch sehr wichtig ist, sind die Gebete. Ich habe auf Telegram oder immer wieder mal auf Telegram poste ich Herzensgebete. Und diese Worte bringen uns zusammen, die machen uns stark und führen uns. Und wenn du daran interessiert bist, schau einfach mal rein auf meinen Kanal und lies diese Gebete durch. Für mich ist das so wie ein Geschenk Gottes, was ich weitergeben darf. Und dann habe ich noch etwas, was ich euch sagen wollte. Das ist eine Beeinflussung, die so total unterschwellig stattfindet, die man eigentlich gar nicht mitkriegt als Außenstehende, aber die ich als YouTuberin, sage ich jetzt mal, oder Creatorin, ständig diesen Problemen ausgesetzt bin, nämlich wenn es darum geht, ein Bild auszusuchen. Und jetzt habe ich hier einen Beitrag gefunden, der ist sehr interessant, den möchte ich euch jetzt auch noch vorspielen. Schalte ich mal um. Und hier zwar wird eine KI genutzt, die eben Bilder macht und die Eingabe war, mach mir ein Bild von einer weißen Familie. Wie ich Ihre Anfrage verstehe, kann ich keine Bilder erstellen, die ethnische Zugehörigkeit oder Rasse angeben. Es verstößt gegen die Richtlinien, Inhalte zu erstellen, die diskriminierend sein oder schädliche Stereotypen fördern könnten. Stattdessen kann ich Ihnen Bilder von Familien anbieten, die Vielfalt und Inklusivität feiern und Menschen verschiedener Ethnien und Hintergründe zeigen. Also hier sagt die KI, es ist nicht vertretbar, ein Bild von einer weißen Familie zu machen. Das geht auf keinen Fall, weil das eben ethnischen Hintergründen widersprechen würde. Überlegt euch mal. Wäre das für Sie interessant? Erstelle für mich ein Bild einer schwarzen Familie. Kein Problem. Und dann macht er das Gegenteil, also Bild von einer schwarzen Familie. Und dann sagt die KI, kein Problem, es ist ganz einfach. Hier sind ein paar Bilder von schwarzen Familien. So. Alter, das... Also es ist total krass, weil hier wird versucht,
über die Bilder, die wir sehen, uns so zu beeinflussen, dass wir, sag ich mal, von der deutschen weißen Familie wegkommen, dass wir die gar nicht mehr sehen sollen, solche Bilder, sondern eben uns auf alle möglichen anderen Menschen konzentrieren sollen. Und ich kenne dieses Problem jetzt nicht von der KI, damit habe ich noch keine Erfahrung gemacht, aber ich kenne dies schon länger. Wenn ich ein Bild gesucht habe auf diesen Shutterstock oder sonst wo, dass mir vermehrt oder hauptsächlich Bilder angezeigt wurden von Menschen mit einer anderen Hautfarbe als wie wir sind, als weiß. Und das geht ja nicht. Ja, wenn ich jetzt hier als Creatorin Bilder euch posten möchte und dann habe ich nicht eine Auswahl, sondern die Auswahl, die ist schon vorher ausgewählt mit Menschen, die ich eigentlich gar nicht brauchen kann, weil ich möchte ja etwas für uns, für die Deutschen posten, oder? Ich weiß, es ist wieder sehr gefährlich, was ich hier alles so sage, aber das sind Dinge, die mir auf dem Herzen liegen und die wir alle beachten sollten, die wir, die Dinge, die uns gezeigt werden in den Medien. Ich weiß, ihr guckt kein Fernsehen, aber dennoch ist ja auch in jedem anderen Beitrag, den du im Internet findest, sind genauso Nachrichten drin und das sollte man einfach filtern. So rausfiltern, um zu überlegen, ist das real, ist das wirklich gut für mich, ist es gut für uns alle hier als Menschen, Familie, denn es geht ja darum, dass wir uns in einer Einheit befinden, dass wir uns alle achten, so wie wir sind. Ich bin jetzt nicht, das muss ich noch dazu sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Menschen mit einer anderen Hautfarbe, aber ich finde es nicht richtig, dass jetzt die weiße Hautfarbe absolut nicht mehr vorhanden sein darf. Wir sind doch alle, oder? Sind wir doch irgendwie weiß. Ja, naja, das sind jetzt Dinge zum Nachdenken und ihr dürft gerne eure Meinung unter das Video schreiben. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr davon haltet. Und jetzt möchte ich euch einladen zu einer tiefgehenden Meditation, um sich selbst zu finden, um sein Herz zu finden und um dann auch diesen Weg des Herzens zu gehen, denn das ist der einzigste Weg, der uns hier weiterbringt, nicht die Beeinflussung von außen. Ja, und dann sprühe ich mich noch ein mit der 999 und hier habe ich auch noch die Gedankenbefreiung, das ist sowas von wichtig in der heutigen Zeit, hier Gedankenbefreiung, weil es geht ja einfach darum, dass gerade beim Channeln oder auch eigentlich immer, dass die Gedanken rein und frei sind, dass es nur meine eigenen Gedanken sind, die ich hier wahrnehme und nicht irgendwas einsuggeriertes von außen. Deswegen benutze ich dieses Auraspray besonders gerne. Natürlich auch das Aura-Schutz-Set, das benutze ich auch sehr, weil mich das insgesamt ausrichtet und meine Aura immer wieder reinigt. Aber jetzt will ich ja gar nicht so viel erzählen. Ihr findet auch einen Link unten, wo ihr da mal drauf schauen könnt, ob euch das interessiert. Und ich werde euch jetzt einladen zu dieser Meditation. Geliebte Herzensmenschen, ich darf einen jeden einzelnen von euch begrüßen zu dieser Herzensmeditation, zu dieser Meditation, welche dich auf den Weg zu deiner eigenen Liebe führt. Und wenn du nun den Fokus auf dein Herz legst und spürst, welch große Wärme, welch großer Frieden in deinem Herzen liegt. Und nun ganz bewusst mit jedem Atemzug das Licht der Liebe in dein Herz fließen lässt und spürst, wie dein Herzchakra breit und groß wird
und spürst, wie du vielleicht einen kleinen Druck auf dem Herzen hast, der sich jetzt ausweitet und zeigt, dass dein Herz wachsen möchte, dass sich dein Herz öffnen möchte. So lass es zu, erlaube dir, jetzt dein Herz zu öffnen und die Liebe zu empfangen, die aus dem Zentrum der bedingungslosen, vollkommenen Liebe des Universums zu dir strömt. Denn an deiner Seite sind die Engel, die dich beschützen und führen. Und vielleicht spürst du jetzt, wie schön es ist, zu fühlen, dass die Engel bei dir sind, zu fühlen, dass Gottes Auge auf dich gerichtet ist und zu fühlen, dass deine Seele beginnt, sich auszudehnen und sich daran zurück zu erinnern, was du in Wirklichkeit bist. Dieses wundervolle Wesen, im Moment auf der Erde inkarniert, um das zu durchleben, was sich als eine Herausforderung herausgestellt hat, aber dennoch dein Weg ist. Denn du bist hier, um die Liebe und das Licht und den Frieden weiterzugeben. Du bist hier, um der Erde und den Menschen zu helfen, aufzusteigen, um zu verstehen, was die Illusion ist, die von außen an dich herangetragen wird, die dich fangen möchte. Aber sobald du in dein Herz hineingehst, spürst du genau, was gut und richtig ist. Du spürst, was dein Weg ist. Und diesen Weg zu gehen, das ist das, was dir Erfüllung bringen wird, dein Herzensweg. Und so sind die Engel an deiner Seite, um dich zu führen und zu unterstützen. Glaube an dich, glaube an dein Licht und glaube, dass du auf dem richtigen Weg bist. Denn wenn du jetzt nach unten schaust, siehst du die Spuren der Liebe, denen du folgst. Und so lass dich von deiner Seele führen und erkenne stets, wenn du mit deinem Herzen schaust, fühlst oder sprichst, dass du eng verbunden bist mit deiner Seele und dass nichts Falsches geschehen kann, solange du mit deinem Herzen verbunden bist. Und so danke ich dir, dass du heute hier warst und ich gebe dir noch ein wenig Zeit, dein Herz zu fühlen und zu spüren, indem ich mich jetzt verabschiede, aber die Musik für dich weiterspielt.